Kurzes Corona-Update am 2.7.2020. Im österreichischen Fernsehen wird aufgerufen, dass ehemalige Corona-Infizierte Blutplasma spenden, weil das ein wirksames Mittel ist bei schwer infizierten Menschen, um Corona wieder zu heilen. Es wirkt nicht als Impfung zur Vorsorge, aber man kann schwere Fälle damit leichter heilen. Und ich habe jetzt wieder die aktuellen Zahlen da für ganz Österreich. Bestätigte Fälle 17.000. 896 Todesfälle 705. Wieder genesen 16.514 Hospitalisierten 69. 7 Neuansteckungen ich weiß nicht, steht irgendwie nicht dabei, seit wann die Neuansteckungen sind oder ob die zu den Hospitalisierten zählen. Aber da steht 7 Neuansteckungen, Neuinfektionen und insgesamt getestet über 600 28.700. Das österreichische Gesundheitsamt möchte erreichen, dass täglich 15.000 Personen getestet werden. Dabei sind wir noch lange nicht. Ich weiß nicht, wie viele Personen momentan pro Tag getestet werden, aber sie sollen auf 15.000 kommen. Und wie gesagt, im Fernsehen gibt es Aufrufe zum Blutplasma-Spenden für ehemalige Corona-Infizierte, die wieder genesen sind, um schwer Infizierten zu helfen und deren Leben zu retten. Ich kenne mich, was das angeht, nicht wirklich aus, aber da ja die Ansteckung nach einigen Monaten wieder, die Ansteckungsgefahr nach einigen Monaten wieder steigt, und es mehrere verschiedene Stämme von Corona gibt, an denen man alle erkranken kann. Ich glaube, bei uns in Österreich drei verschiedene. Finde ich die Aufrufe über das Fernsehen zum Plasmaspenden ganz toll und ich hoffe, es bringt was, obwohl ich auch glaube, dass es viele Österreicher gibt, die nach einer Infektion damit nichts mehr zu tun haben wollen und sich, glaube ich, nicht melden. Das österreichische Volk ist ja da irgendwie ein bisschen stur und die SPÖ hat mehrere Punkte von den Corona-Maßnahmen, die zurückgenommen wurden, kritisiert, weil dadurch eine höhere Ansteckung riskiert wird und die Zahlen wieder steigen, was man ja jetzt bei uns sieht. Sie steigen nicht stark, aber zumindest in die letzten 3 Tage keine Personen weiter verstorben. Sind wir in Niederösterreich noch immer auf 104. Und das war es beim letzten Mal auch. Da sind innerhalb von 2 Tagen 2 Personen verstorben. Aber seitdem steht die Zahl wieder. Ich finde so Aufrufe ganz gut, aber ich schätze die Österreicher halt sehr
sehr zurückhaltend einerseits, wenn man so nennen mag. Und ich glaube auch, es gibt in Österreich so viele Impfgegner. Und wir sind zwar ziemlich weit, was die Impfungen angeht, aber es gibt so viele Impfgegner mittlerweile, dass auch viele, die nicht an Corona kranken, wenn es eine Impfung gibt dagegen, die sich trotzdem nicht impfen lassen und somit die Herdenimmunisierung nicht zugreifen kann wie in anderen Ländern. Die Verschärfungen durch Corona und durch den Lockdown sind ja in Deutschland noch immer viel höher als in Österreich. In Österreich kann man mittlerweile in Shoppingcentern und so weiter, außer im medizinischen Bereich, ohne Maske herumlaufen, was für Risikopatienten natürlich noch immer gefährlich ist. Das Virus ist nicht weg. Und ich glaube, dass da noch viel mehr Vorsicht geboten ist in Deutschland und Umgebung. Andere Länder achten gar nicht auf sowas. Das ist natürlich noch viel schlechter. Aber jetzt dadurch, dass die Reisezeit beginnt und die Ferien am Freitag, also morgen, und die Grenzen teilweise offen sind, werden auch wieder viele Corona-Fälle im Urlaub angesteckt und wieder kommen wieder zurück. Und dadurch steigt die Hospitalisierung wieder. Und das kann halt das Gesundheitssystem nur bis zu einem gewissen Grad tragen. Und wenn halt die Freiwilligkeit der Impfung, wenn es eine gibt, noch ist es ja nicht so, aber wenn halt die Freiwilligkeit der Impfung bestehen bleibt, dann werden sich viele, auch Risikopatienten, nicht impfen lassen. Ist meine Vermutung. Weil natürlich so Impfstoffe jahrelang getestet werden und so ein Corona-Impfstoff muss in kurzer Zeit entwickelt werden und noch nicht auf Risiko, Langzeitrisiko und so weiter getestet ist. Und natürlich, ob es jetzt Krebs auslöst oder andere Krankheiten, kann erst über Jahre festgestellt werden. Und da ist es auch als Risikopatient schwierig, die Leute zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Ist man auch immer besser daran, sich impfen zu lassen und nicht daran zu sterben, aber man weiß ja die Spätfolgen nicht. Und das österreichische Volk ist da sehr eingeschränkt. Und sehr, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, wenn ihr das Sprichwort kennt. Und gerade ländliche Gegenden sind davon noch viel mehr betroffen. Und ich würde mich impfen lassen, weil ich Risikopatient bin, aber wie viele andere würden nicht. Und somit kann diese Herdenimmunisierung für die Leute, die nicht geimpft werden können, weil sie eine Immunschwäche haben oder so, und das immer noch eine lebende Impfung wäre, also höchstwahrscheinlich zumindest. Die können nicht geimpft werden und haben somit keine Herdenimmunisierung, weil es Orte gibt, wo nicht geimpft wird. Ich hatte eine Schulkollegin, die wurde nur mit Globulis behandelt und nie geimpft. Ging gar nichts. Sie ist zwar auch nicht schwer krank geworden in der Zeit, in der ich sie hatte, aber sie hatte auch viel Glück. Und dass man
Dass Globalis der Antwort was bringen, ist schon klar, aber eine Impfung ersetzen sie trotzdem nicht. Und da sieht man, dass manche Orte einfach sehr altertümlich sind und sehr gegen das Impfen sind. Und ich meine, sie war Schweizerin, aber und nicht Österreicherin. In Österreich geboren, aber die Familie war aus der Schweiz. Aber wenn sie in Österreich geboren worden ist, dann sind ihr die Kindheitsimpfungen auch angeboten worden, also ihren Eltern, und sie haben sie nicht wahrgenommen. Und das ist halt, wenn du nicht Mumps und Masern geimpft bist, ist eine spätere Schwangerschaft noch gefährlicher. Weil Mumps und Masern ein Embryo töten können. Aber viele Familien sind auch nicht so informiert, was Impfstoffe angeht und was Nebenwirkungen sind und was gegen das Nicht-Impfen spricht, dass das Gef die Gefahr für eine Nebenwirkung viel geringer ist als die Gefahr, an dieser Krankheit zu erkranken. Und das ist halt schwierig, weil einfach die Aufklärung am Land nicht so gut ist. Und so wie ich bei zwei oder drei meiner Freunde kenne, hatten die nur ORF 1 und ORF 2. Und Informationen bekommt man mehr über deutsches Fernsehen. Das ist verbreiteter. Und die Blutabnahme für die Blutserumsgewinnung wird zwar auch in Österreich propagiert, habe ich jetzt gesehen, aber mehr in Deutschland, im deutschen Fernsehen. Zwar auch übers Rote Kreuz und bei uns auch übers Rote Kreuz, aber regelmäßiger laufen diese Werbungen in Deutschland. Und bei uns nur 2 bis 3 Mal am Tag. Und wenn du dann nur ORF 1 und 2 hast, oder die ORF-Sender, Österreich-Sender, dann bekommst du halt die Hälfte nicht mit. Und das ist ein schwieriger Punkt, alles gleichmäßig zu informieren und auf den gleichen Stand zu halten. Wenn manche gar kein Fernsehen haben oder nur streamen oder nur ORF 1 und 2 haben und die Österreich-Sender. Aber ich habe mir jetzt die Seite mit den vom Bundesministerium mit den Zahlen für Corona abgespeichert und kann euch regelmäßig Updates liefern, wenn euch das interessiert. Obwohl ich mich auch nicht zu viel mit dem Thema befassen möchte. Nur einmal in der Woche oder so. Weil mich das sonst auch ängstigt, wenn die Zahlen wieder stark steigen. In den Ferien oder so. Ich meine, jetzt kam es ja zu einem Stillstand und zu einer rückläufigen Bewegung, aber momentan steigen sie wieder und ich glaube, das nimmt mit den Urlaubsfahrten kein Ende und wird noch mehr werden. Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Und eine zweite Welle ist sowieso von den Virologen prognostiziert und ich glaube, wenn Österreich nicht viel tut, was die Maskenpflicht und die Geschäftsschließung angeht, dass es dann
wirklich nochmal zu einer zweiten Welle kommt. Das sieht man ja jetzt. Und wenn die Leute ins Ausland fahren, egal wo, im Ausland, in Italien, in Amerika, in Griechenland und so weiter, die beliebten Urlaubsorte, sind die Zahlen der Ansteckungen noch weit über dem Niveau von Österreich. Und da geht man halt schon ein Risiko ein. Aber das wollte ich euch nur sagen. Es ist in dem Sinne jeden seine Entscheidung, ob er Schutzmaske trägt oder nicht. Aber ich würde es Risikopatienten empfehlen. Ich trage auch noch überall meine Schutzmaske. Ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, wie sehr das schützt. Oder nur andere Leute vor der Ansteckung von einem selbst. Aber einen gewissen Sicherheitszweck haben sie, weil sonst wäre die Ansteckung nicht gesunken. Und sonst wären die Zahlen nie zum Stillstand gekommen. Und das waren sie ja bis vor kurzem. Also denkt euch das durch und rechnet euch das durch und ich hätte halt die Grenzen für die Sommerferien noch zugelassen und keinen Urlaub außerhalb Österreichs erlaubt, sofern es kein Geschäftsmann oder systemerhaltende Person ist. Diese Privatreisen, die auch meistens mit Privatflugzeugen stattfinden, die kann man schon erlauben für geschäftliche Sachen, aber das Reisen innerhalb der EU hätte ich verboten. Ich weiß nicht, inwiefern das in der Grundverfassung drin ist, das Grundrecht auf freies Bewegen, aber man hat ja die Grenzen jetzt 8 bis 12 Wochen zu gehabt. Und nur die Einreisenden, die hier arbeiten, wie Pflegekräfte und so weiter, hin und her fahren lassen und dazwischen wieder in Quarantäne gesteckt. Deswegen verstehe ich das Handeln der Bundesregierung hier nicht. Aber liegt nicht in meinem Ermessen und wie schädlich das für die Wirtschaft ist, kann ich mir vorstellen, aber wie schädlich ist es, wenn 100.000 Menschen sterben, ist halt auch die Frage, wo da das Pro und Contra liegt. Und das ist Da bin ich froh, dass ich das nicht entscheiden muss und dass hohe Politiker entscheiden und Virologen, auf Rat von Virologen. Wissenschaft irrt auch, weil es menschlich ist, aber auf irgendeine Quelle müssen wir uns verlassen und das sind für uns die Regierungen der Bundesländer. Und ob das so eine gute Entscheidung war, die Grenzen wieder aufzumachen oder teilweise aufzumachen, ist halt die Frage. Aber die kann ich euch nicht beantworten. Naja, gute Nacht. Ciao.